In China, das wisst ihr doch wohl, ist der Kaiser ein Chinese. Und alle an seinem Hof sind auch Chinesen. Es ist nun schon viele Jahre her, aber gerade darum ist es der Mühe wert, diese Geschichte zu hören, bevor sie vergessen wird. Im Garten wuchsen wunderschöne Blumen. Und an die allerschönsten waren gläserne Glöckchen gehängt, die immerfort bimmelten. Niemand konnte an ihnen vorbeigehen, ohne sie zu bemerken. Dass selbst der ärmste Fischer in seiner Arbeit verharrte, wenn er nachts die Netze einholen musste und dann die Nachtigall singen hörte. Oh, was schön, sagte er. Aber dann musste er wieder auf seine Arbeit achten und vergaß den Vogel. Aber in der nächsten Nacht, wenn der Vogel wieder sang, sagte er wieder: Oh, schön! Prachtvolle Stadt! Ja! Prachtvoller Garten, prachtvolle Krone, prächtigster Kaiser. Allerprächtigster Garten. Aber die Nachtigall ist das Schönste von allem. Was hat das zu bedeuten? Die Nachtigall? Die kenne ich ja gar nicht. Und so einen Vogel soll es in meinem kaiserlichen Reich geben. Und sogar in meinem Garten. Ich habe noch nie etwas von ihr gehört. Und so etwas muss ich aus einem Buch erfahren. Er nur antworten konnte: Simpi! Und das bedeutete schließlich gar nichts. Es muss hier einen höchst merkwürdigen Vogel geben, der Nachtigall genannt wird. Man sagt, sie sei das Schönste, was es in meinem ganzen Reich gibt. Warum hat man mir das nie erzählt? Ich habe nie von ihr gehört. Sie ist nie bei Hofe vorgestellt worden. Ich will, dass sie heute Abend kommt. Die ganze Welt weiß, was ich besitze, nur ich nicht. Ich habe noch nie von ihr gehört, aber ich werde sie suchen und ich werde sie finden. Endlich trafen sie auf ein armes Küchenmädchen, das mehr zu wissen schien.
die Nachtigall. Oh ja, die kann schön singen. Jeden Abend bringe ich Essen zu meiner kranken Mutter. Die wohnt am See. Und wenn ich mich dann auf dem Rückweg im Wald ausruhe, dann höre ich die Nachtigall singen. Das treibt mir die Tränen in die Augen. Und dann ist mir zumute, als küsste mich meine Mutter. Küchenmädchen, ich werde dir eine feste Anstellung in der Küche besorgen und die Erlaubnis, den Kaiser beim Essen zuzusehen, wenn du uns zur Nachtigall führen kannst. Denn die muss heute Abend erscheinen. In der Kiste war ein wahres Kunstwerk. Eine nachgebildete Nachtigall, die über und über mit Schmuck besetzt war und der echten Nachtigall ähneln sollte. Wenn man sie aufzog, begann sie sofort eines der Liedchen der echten Nachtigall zu singen. Und dabei wippte ihr Schwanz auf und nieder und sie glänzte vor lauter Gold und Silber. Um den Hals hing eine Rolle und darauf stand geschrieben: Die Nachtigall des Kaisers von Japan ist armselig im Vergleich mit der Nachtigall des Kaisers von China. Das ist nett, sagten alle. Und derjenige, der den Vogel überbracht hatte, bekam sofort einen höheren Titel, nämlich Hochkaiserlicher Obernachtigallenüberbringer. Nun mussten sie gemeinsam singen. Was für ein Duett wird das werden? Ist das schon der Tod, der auf meinem Herzen liegt? Der Tod will meine goldene Krone haben. Was ist das? Was ist das für ein Gesicht? Was sind das für Gesichter? Sind das all meine guten und meine schlechten Taten? Aber eins müsst ihr mir versprechen. Alles! Sagt niemandem, dass ihr einen kleinen Vogel habt, der euch all das erzählt. Die Höflinge kamen, um ihren toten Kaiser zu sehen. Aber dann staunten sie nicht schlecht, als der Kaiser sagte: Guten Morgen!